Aus dem Jubilate Deo, Nummer 41, Ich will singen dem Herrn. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, Loblieder bringen meinem Gott, solange ich bin. Meines Herzens Reden möge ihm wohlgefallen, ich will mich freuen. Ich will mich freuen in dem Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Meine lieben Pilger und Pilgerinnen, schauen wir auf die Säule in der Mitte unseres Platzes, des Wunders der Sonne. Jesus mit offenen Armen, er empfängt uns alle, die wir hier gekommen sind, zu seiner Mutter. Und er, und das ist das Interessante, möchte uns zu seiner Mutter führen. Wenn wir auch die Kolonnaden anschauen, wie in Rom, die Kirche umfängt uns mit ihren Armen, begrüßt uns mit ihren Armen. Und ist es nicht so, dass Maria mit ihrem Mantel uns alle einhüllt und begrüßt ihre Kinder? Denn wegen ihr sind wir ja gekommen, ihre Kinder hier zu ihren Füßen. Und ich will sagen, wir fliehen nicht unter ihrem Mantel, vielleicht sogar hier in Fatima, da sie vom Himmel herabgestiegen ist, so nah auf die Erden, wir können unter ihren Rock fliehen. Unter ihren Rock fliehen. Dort wollen doch die Kinder am allermeisten sein, so nah wie möglich der Mutter. Und so wollen wir auch jetzt hier, unserer lieben Mutter, ganz nah sein. All unsere Herzensanliegen, die wir mitgebracht haben, all unsere Lieben, alle Sorgen, aber auch vor allem allen Dank, den wir unserer Mutter bringen, für die viele Hilfe, die uns schon, sie uns schon in unserem Leben erwiesen hat, machen wir uns bereit jetzt für das größte aller Wunder, die Eucharistiefeier, wo ihr Sohn wirklich gegenwärtig wird in einem Stück Brot und wo auch sie, die Mutter, uns am allernächsten ist. Denn dort, wo ihr Sohn ist, dort ist immer auch die Mutter. So wollen wir miteinander, bevor wir das Wort Gottes hören, und das Opfer Christi feiern, das Schuldbekenntnis beten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlass uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Christ eleison, Christ.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Ermahnungen belehrt, im Geiste der Buße und des Gebetes, der Ausbreitung des Reiches deines Sohnes, mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen, alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Adam nannte seine Frau Eva Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Wort des lebendigen Gottes. Meine Seele preise den Herrn. Meine Seele preise den Herrn. Meine Tochter, du bist von Gott, dem Allerhöchsten, mehr gesegnet als alle anderen Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat. Meine Seele preise den Herrn. Die Erinnerung an dein Vertrauen soll in Ewigkeit nicht aus den Herzen der Menschen entschwinden. Meine Seele preise den Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Selig bist du, Jungfrau Maria. Du hast geglaubt, dass sich erfüllt, was der Herr dir sagen ließ. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Bei dem Kreuze Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger:
siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Setzt euch. Liebe Pilger, liebe Pilgerinnen, alle, die Sie noch der deutschen Sprache mächtig sind, ich heiße Sie alle herzlich nochmal willkommen. Wir sind hier am Herzen von Fatima, bei der Erscheinungskapelle. An der Stätte, wo sich die kleine Kapelle hinter mir befindet, sprach unsere geliebte Mutter zu den drei Seherkindern, Hirtenkindern, Jacinta, Lucia und Francesco, das erste Mal. Insgesamt waren es 6 Erscheinungen und 5 davon sind hier geschehen. Auf den Wunsch Mariens wurde dann hier diese Kapelle 1919 errichtet. Am 13. Oktober 1921 hat man zum ersten Mal hier die Heilige Messe gefeiert und dann aber am 6. März 1922 wurde sie gesprengt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut oder nicht erfahren, wer das veranlasst hat, aber ich denke mal durch das kommunistische Regime, das damals hier noch war. Ja, diese Eigenheit, diese Botschaft unserer lieben Frau hat nicht allen gefallen und sorgt, so könnte man sagen, bis heute für Sprengstoff. 1923 aber wurde sie dann wieder errichtet und eingeweiht. Die Holzdecke, die wir oben sehen, die wir über uns sehen, stammt aus dem Norden Sibiriens. Ja, das Holz hat man hergeschafft und so könnte man sagen, Russland bildet das Dach über unsere liebe Frau, damit sie und wir nicht im Regen stehen und in der Sonne stehen müssen. Aber wir wissen genau, Russland soll sich noch bekehren. Unsere liebe Frau hat dazu aufgerufen. Auch wir, oder besser gesagt unsere Vorfahren, sind aus Russland vielleicht auch mit diesem Anliegen, besonders hierher zu kommen, die Bekehrung Russlands und damit den Frieden in der Welt zu erbitten. Und diese Statue, die wir auch hinter uns sehen, an dieser Stelle stand einst die Steineiche, wo Maria erschienen ist. Also das ist genau diese Stelle, wo die Kinder Maria sehen durften. Leider, die Krone, die wir sehen, ist, glaube ich, nicht jetzt diese feierliche Krone, wo die Kugel, die einst Papst Johannes Paul II. Am 13. Mai 1961 getroffen hat, bei einem Attentat durch Ali Aksha. Diese Krone wird nur bei sehr großen Anlässen ausgesetzt, aber ich weiß es nicht, ob es die ist. Wir können nur hoffen, aber ich glaube, sie ist ein bisschen größer dann noch und prächtiger. So viel zu diesem Ort. Meine Lieben, eine Mutter, die weint, hat eine sehr ernsthafte Botschaft. Maria bittet, fleht und weint weltweit. Sie weint 1830 in der Rue de Bac in Paris. Wir alle kennen die wundertätige Medaille. Dort ist sie erschienen mit Tränen. In La Salette 1846, das war vielleicht die meisten Tränen, die sie dort bei einer Erscheinung fließen hat lassen. Und 1858 weint sie in Lourdes. Und wie viele Bluttränen und Tränen hat sie sonst weltweit bei Erscheinungen oder auch bei Statuen vergossen. Aber warum weint Maria? Warum weint eine Mutter? Warum hat sie diese Tränen vergossen? So können wir fragen. Sie weint aufgrund der Sünden und der Gottlosigkeit, die sich in der Welt verbreitet. Sie weint, weil so viele Menschen leben, als ob es Gott nicht gäbe. Seine Gebote werden abgelehnt und so gehen viele Menschen auf den Weg zum ewigen Verdammnis, zum ewigen Verderben. Maria weint, weil durch die Verbrechen der Abtreibung und der Euthanasie unschuldiges Blut vergossen wird, das bis zum Himmel schreit.
weil Kinder und Jugendliche durch die Medien verführt und demoralisiert werden, weil die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe immer mehr zerstört und aufgelöst wird. An Kardinal Caffara, der vor kurzem gestorben ist, hat Schwester Lucia geschrieben in einem eigenen Brief an sie, ganz interessant, der Endkampf, so sagt Schwester Lucia, zwischen dem Herrn und dem Reich Satans wird über die Ehe und die Familie stattfinden. Und so sagt sie weiter an Kardinal Caffara, haben Sie keine Angst, denn jeder, der für die Heiligkeit der Ehe und Familie wirkt, wird immer und auf jede nur erdenkliche Weise bekämpft und angefeindet werden, weil das der entscheidende Punkt ist. Wir haben in der Lesung gehört, diesen Kampf zwischen Maria und der Schlange. Sie aber wird dich an der Ferse treffen und sie wird ihm den Kopf zertreten mit ihrer Ferse. Haben wir also keine Angst. Maria hat schon ihre Ferse auf das Haupt der Schlange gestellt und wird seinen Kopf, den Kopf Satans, zertreten und alle Irrlehren und Verderbtheit in den Sitten durch ihr unbeflecktes Herz besiegen, wie sie uns verheißen hat, auch hier in Fatima. Und die Ehe, meine Lieben, ist der tragende Punkt der gesamten Schöpfung. Mann und Frau sind Abbild Gottes. Und natürlich will der Teufel, will der Gegner Gottes, der Satan, dieses Abbild Gottes vernichten. Er kann Gott nicht selbst erreichen. Er kann ihn nicht selbst schaden. Aber er kann das Bild im Menschen, das Bild Gottes im Menschen zerstören. Und das ist sein ganzes Streben. Aber das wird ihm nicht gelingen. Sie, die Frau und Königin vom Rosenkranz, wird ihm das Haupt zertreten. Und wir, meine Lieben, dürfen ihr helfen dabei. Und sie gibt uns hier in Fatima dazu einige Hilfen an die Seite, wie wir in diesen Endkampf, wie wir in diesen Zeit des Streites und des Kampfes mit ihr gehen können. Nämlich durch das Gebet des Rosenkranzes. Das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, sein Abbild, das hat er in seinem Sohn wieder erneuert. Und durch Maria, durch ihre Augen, Rosenkranz, Jesus Christus und sein Leben und wollen so sein eigenes Wesen, das eigentliche Bild Gottes, das im Menschen durch die Sünde verloren gegangen ist, mit Maria wiederherstellen, indem wir ihm nachfolgen, indem wir durch ihre Augen und durch ihr Herz ihn neu lieben lernen und so wissen, wie der Mensch eigentlich ist, eigentlich von Gott gestaltet, geplant war, das sehen wir in ihrem Sohn. Weiter, durch das Niederknien vor Jesus in der Eucharistie und die Anbetung, wie es der Engel den Kindern gelehrt hat. Meine Lieben, viele wollen heute ihr Knie nicht mehr beugen vor Gott. Der heilige Antonius hat einmal eine Erscheinung gehabt, der heilige Antonius Wüstenvater, und der Teufel ist zu ihm in eine Gestalt von einem Mann gekommen. Und was hatte der Teufel nicht? Keine Knie. An seinem Knie war nichts dran, das heißt, er kann nicht anbeten, er kann nicht vor Gott knien, aber das hat er den Kindern gelehrt. Und nur ein kindliches Herz, ein Herz, das sich klein machen kann, das kann vor Gott knien. Das wollen wir auch hier in Fatima machen, besonders für jene, die nicht mehr vor Gott knien wollen, die nicht mehr anbeten in Liebe, die sich stolz erheben, wie der Feind Gottes. Und durch die Weihe unserer Familien an das unbefleckte Herz Mariens. Wir sind auch hierher gekommen, um unsere Familien stellvertretend dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen. Einem Herzen, das voll ist von Liebe, einem mütterlichen Herzen, das alle umschließt, das sich aller Anliegen und aller Sorgen annimmt, weil sie selbst durch alle Sorgen gegangen ist, weil sie selbst alle Leiden ertragen hat, weil sie selbst unter dem Kreuz stand und uns alle als ihre Kinder angenommen hat und den Schmerz ihrer Kinder auch gut kennt, dürfen wir alles zu ihr bringen. Durch das tägliche Bemühen um Bekehrung, Maria hat auch hier um Buße aufgerufen, bekehrt euch, tut Buße, und das tun wir am besten im Beichtsakrament. Im Beichtsakrament geschieht auch das, was der Mensch verloren hat in Adam und Eva durch die Sünde, wird wiederhergestellt, wird neue Schöpfung hervorgerufen, indem wir unsere Sünden Gott bringen
mit Reue, mit Umkehr, stellt er uns wieder her, macht er uns wieder ganz, macht er uns wieder zu dem Menschen, den er einst geplant hat, Stück für Stück, Schritt für Schritt, mit Vertrauen. Bemühen wir uns täglich darum, auch um eine regelmäßige, gute Beichte. Und natürlich durch Opfer, durch Sühne, durch die Annahme unseres Leidens, das uns auf den Weg gestellt ist, wie wir schon gesagt haben, wie ich schon einmal gesagt habe, gestern in der Messe, dieses Leiden zu einem Geschenk machen, zu einem Geschenk für die Anliegen unserer lieben Frau, für die ganze Kirche, für die ganze Welt. Und dann, wenn wir dies mit Jesus vereinen, wird es zu einem großen Werk der Erlösung auch werden. Und wir selbst werden zu diesen Werkzeugen der Erlösung. Die Tränen Mariens sind also nichts anderes als die Tränen Gottes und der Ruf Jesu am Kreuz: Mich dürstet. Gott dürstet es nach der Erlösung und der Rettung des Menschen. Machen wir auch wir uns durch Maria zu einem Werkzeug dieser Rettung der Seelen, besonders der Verlorensten, die Gottes Barmherzigkeit am allermeisten bedürfen. Und beten wir den Rosenkranz, nehmen wir durch den Rosenkranz Maria, unsere geliebte Mutter, an der Hand, lassen wir uns leiten und führen in diesem Endkampf, damit wir nicht entmutigt werden, damit wir auf dem rechten Weg bleiben, den Gott für uns hat, damit wir treu bleiben bis ans Ende. Und so wollen wir uns alle Maria wieder neu weihen, wieder neu übergeben, mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Schenken wir uns in diesen Tagen ganz unserer lieben Mutter mit Vertrauen, kommen wir mit großem Glauben zu ihr, und dann kann sie auch an uns, an unseren Herzen und an unseren Lieben, an unseren Anliegen große Wunder wirken. Schwestern und Brüder, an diesem heiligen Ort, an dem die allerseligste Jungfrau Maria erschienen ist, beten wir zu Gott, unserem Vater, der die Mutter seines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Gibt es alle Gläubigen im Geiste der Buße und des Gebetes, die Belehrung Mariens befolgen und an die Erneuerung der Welt und der Ausbreitung des Reiches Christi opferfreudig mitarbeiten? Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen, die in der Kirche ein geistliches Amt ausüben, die Gnade, mit Maria das Wort Gottes gläubig zu hören und es getreu mit Liebe und neuen Eifer zu verkünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige die Regierende der Völker, den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt zu fordern und aufeinander einzuwirken, dass die Güte der Erde unter alle Menschen gerecht verteilt wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe alle Leidenden dazu, sich mit Maria, der Trösterin der Betrübten, zu vereinen. Lass sie aus der mitmenschlichen Verbundenheit und aus der Betrachtung des Leidens Christi die Kraft schöpfen, ihren Weg zum ewigen Leben weiterzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gewähre der hier versammelten Gemeinde durch die Fürbitte Mariens, unserem Volk, unserer Stadt, dass jene, die Christus suchen, ihn finden, die Sünde sich bekehren und die Jugend sich wieder für das Evangelium begeistere. Wir bitten dich, erhöre uns. Allgütiger Gott und Vater, du erhörst die Bitten deines Volkes, das sich an dich wendet mit Maria, der Mutter deines Sohnes und der Kirche. Erhöre gnädig diese unsere Bitten und vermehre unseren Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Nummer 239.
Ich geb sie dir, herrsche über mich. Ich gebe den Leib als lebendiges Opfer dir. Herr, nimm mich hin. Mein Herz, meinen Leib, meine Seele, meinen Sinn, ich geb sie dir, herrsche über mich. Ich gebe den Leib als lebendiges Opfer dir. Herr, nimm mich hin. Wir wollen das Sanctuslied schon aufschlagen, Nummer 532. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unsere unbeständigen Herzen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und in ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen an als ihre Kinder, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der pilgernden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott und Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna! Ja, du bist heilig, große aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Antonius und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
als Danklied Nummer 240. Ich trau auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit, in deiner Hand steht mein Zeit. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, unsere liebe Frau von Fatima, die Fürsprache ihres Bräutigams, des heiligen Josef, alle eure Namenspatrone, Schutzengel und aller Engel und Heiligen, segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Nummer 718.